Ein Verantwortlicher für Kunden, ein Verantwortlicher für Marketing und der Chef einer Firma sind auf dem Weg zu einer Besprechung. In einem Park finden sie eine Wunderlampe. Sie reiben die Lampe und ein Geist erscheint. Der Geist sagt, normalerweise hat man 3 Wünsche frei, also kann jeder von euch einen Wunsch haben. Der Verantwortliche für Kunden, ich zuerst, ich zuerst. Und er äußert seinen Wunsch, ich möchte auf den Bahamas sein und auf einem sehr schnellen Schiff ohne Sorgen. Und pff, ist er weg. Jetzt ich, schreit der Verantwortliche für Marketing. Ich möchte in der Karibik sein mit den hübschesten Mädchen der Welt und einer unerschöpflichen Quelle von exotischen Cocktails. Und pff, ist er weg. Und Sie, sagt der Geist zu dem Chef. Der Chef, ich möchte, dass diese 2 Idioten nach dem Mittagessen zurück im Büro sind. Und die Moral von der Geschichte, lass immer den Chef zuerst sprechen.